herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge GTA 5 mit mir, Insanity. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass unser kleiner Bastardsohn uns nur hierher geschickt hat, damit wir unsere eigene Tochter aus dem Pornoring befreien können, in den sie langsam versucht einzutauchen. Wollen wir mal gucken, was geht denn hier überhaupt ab? Hey, Mantis, whoa. Plus, we're taking you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Our house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't Daddy. Cool, man. What are you doing? Hey. Fuck, man. Come. I like them. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Talk to the scene of my fucking boat. Oh, motherfucker. Get on! Now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! What? OMG! They're coming! Go into that outlet! Oh, da hätten wir reingemusst. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich. Okay, alles gut. Ah, mit Leertaste können wir dann eine scharfe Kurve fahren. Ich kann die leider nicht von hier treffen. Nee. Ah, warte mal. Ah, nee, vielleicht sollen wir gar nicht schießen. Jetzt wollte ich gerade mal einen super interessanten Movie ready machen für euch und dann klappt's nicht. Egal, können wir ja jetzt nochmal machen. Mich kriegt ihr nie! Oh, vielleicht doch! Okay, alles gut, Jungs. Jungs, kein St. Oh, jetzt aber fahren, Junge. Das ist tougher, als es aussieht. Haben wir noch was anderes? Nee. Jawohl, Oh. Das sieht so geil aus. Hänge die Verfolger ab, heißt das, es ist egal, wo wir langfahren, dann nehme ich jetzt nämlich die hier. Boah, wie soll ich die denn verlieren? Das ist ja ein einziger Kanal hier. Ich meine, das macht Sinn. Oh ne, hier sind Steine im Wasser. Muss ich die abballern? Oh. Ja. Warte mal, er hat gesagt, das ist ein Way Out, ne? Das wollen wir doch sehen. Ja, hier geht's nämlich in den... Ah ne, das ist Hafengebiet, oder? Oh, fuck. Boah, das ist super schwierig. Aber eigentlich will ich einen Kill so machen. Dann komm her. Hä, wieso stirbt denn nicht? Na dann, mein Lieber, wenn du das möchtest. Oh Mann, ey. Komm her jetzt, Junge. Ich muss ihn jetzt so wegmachen. Sag mal. Ha!
Es kann doch nicht sein. Was ist denn das jetzt hier gerade für ein Bullshit? Jetzt, oh. Upsala. Uff, ey, aber das ist eine geile Mission, ey. Das ist schon ein cooles Feeling. You know, like you get sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Sind aber auch überdramatische Kinder, ey. Papis kleines Mädchen, bestanden. Jawohl. Erstmal schön 800 Liter Grundwasser verseucht. So macht man's, Alter. Hey. Was machst du da? Sorry. Hey. Sorry. Das geht. Alles gut. Sorry. Mach dich bereit. Oh, fuck. Warte. Bleib hier. Warte. Sorry. Und jetzt der Finale. Oh, das kann gar nicht sein. Aua, das tat ganz schön weh. Warte mal, ich hab hier noch was vor. Ihr brauchst gar nicht schreien. In den Hotdog-Stand rein. Ah, doch nicht? Oh, sorry. Sorry. Ich krieg dich. Boots, ey. Oh, das war ein Gehfehler, ey. Und pff. Oh, nee, doch nicht. Oh, doch. Es tut mir leid. Ach, komm. Das war ein Schlag. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Hallo? Ach, du Scheiße. Das tut mir jetzt leid. Das war jetzt vielleicht wirklich ein bisschen übertrieben, glaube ich. Naja. Gut, ist egal. So, jetzt haben wir aktuell nur noch die Lester-Mission. Oder haben wir nochmal irgendwie Fremde und Freaks hier irgendwo? Ist das hier? Keine Ahnung, was das ist. Oh, wir haben tatsächlich nochmal einmal Fremde und Freaks. Das würde ich gerne nochmal mitnehmen. Oh, wo ist er denn? Oh ne, das geht aber. Also was soll das hier sein? Tonya? Auf die habe ich aber gerade gar keinen Bock. Haben wir für unseren Homie hier vielleicht mal ein richtiges Gangster-Out? Ja, hier so ein Golf. Nein. Mal so ein richtiges Gangster-Auto irgendwie. Oh, den finde ich todesnice hier gerade. Fragt mich nicht warum. Komm, gib mal her, deine Karre da. Abfahrt raus da. Das ist nämlich auch mein Farbstil.
knallgelb auf grün Neon. Hey, look, man. Look, you were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You are fucked, my boy. Fucked. Hä, hey, warte mal, können wir den Jungen nicht platt machen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Egal. Das ist eine nice Karre. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Wie die hier durch den Traffic swirft. Denn das sieht auch nice aus von innen, bis auf den kleinen... Oh, bis auf den kleinen Handglitch da. Die rechte ist ja fast richtig. Alter, wollte mich jetzt komplett verarschen. Platz da. Oh, sorry. Jawohl. Oh. Okay, ich glaube mal, vielleicht können wir uns oben in... Den Vinewood Hills hebe ich jetzt trotzdem ab. Ja, aber nur ganz minimal, okay. Nein, 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 oh fuck, oh fuck. Wo ist mein Auto? Wo ist das Auto? Da. Oh, die kommen doch gerade in meine Richtung, oder? Nee, okay. Alles easy. So. Wo war denn jetzt die... Hä? Hier war doch jetzt eine Fremde- und Freaks-Mission. Wieso kann ich die jetzt nicht mehr triggern? Schade, die hätte ich gern gemacht. Sollen wir mal zu einem Los Santos Customs gucken? Sorry. Lass mich mal durch hier. So. Jetzt ist das Ding wieder da. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Jetzt ist die Markierung wieder da. What the fuck? Ich sehe halt nicht, ob da jetzt ein Auto ist. Ja. Oh, da passen wir noch zwischen, oder? Tschung, tschung. Ah, das war noch ein bisschen früh. Hier nämlich erst. Ah, scheiße. Sorry. Oh, der hat ja mal richtig genickt, der Junge. So, was haben wir denn hier? What? What the fuck? Give me that motherfucker. Hey, 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 whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's all right. What the fuck you talking about? Whoa, hey, look, I saw Quarterback Blues, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? Bitch ass punk motherfucker. Oh shit, man. Oh hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know. I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love gangsters. I love like gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. Right? I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Well, yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them!
them! Fuck them! They're not magic! No, no, they're no better than me. They're no better than me. Shit! Oh, shit! Oh, my God, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda! Come on! Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Man, look, she's a fucking megastar! No, no, leave me out your shit, man. Oh, no, no, no! We can make boku bucks here, man! We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man! In the money, bro! Come on! Come on, man! Come what on! What the fuck is wrong with me? Let's go! Fahren wir das Motorrad? Okay. Dann los, komm. Ist er da? Go, go. Alter, what the fuck? Right up alongside that limo. Come on, come on. Muss mal kurz den Markierer löschen, das nervt nämlich sonst ein bisschen. So. We might do better if you shut the fuck up. Na, man kann sie nämlich auch nach vorne lehnen. Stick to that fucking limo like glue. Let's go! Get in her face, man! Hey, you really ain't daneben? Achso, ich muss daneben fahren, okay. Hey, LOL! LOL! You don't look a day over 45! I don't believe it! She's slamming a speedball in there, man! This is journalistic gold! Come on, come on, come on! You ruined Mark Bossenberg's wife's life! You know you want it! Was ist das für ein Bullshit gerade, ey? Man, they don't call her the silicone slattern for nothing! She looks like a bloodhound in a wind tunnel. God, I love her. Oh, man, no wonder this whole town's in therapy. You're an angel. Angel. Bist du mal fertig da, dann? Harlot! We done yet? No, she still looks too good. I want the prisoner of war shot. That's where the big zeros are. Wieso kann ich nicht schneller fahren? Wir sind... Fuck you, Beverly! Wir sind voll langsam. Shit, he's getting the money shots! Where's your dignity, man? Forget Miranda! We can't let him steal my exclusive! Get alongside him! I'll knock the weasel off! Nicht runterballern? Wie soll ich an ihn rankommen? Du bist arschlangsam. Hey, how can I bitch slap him from here? Maybe if you shut up for a second. Oh yeah, I downloaded your pictures. Okay. Fucking road, Madison. Now grow up and get a boy's name. Okay, das klappt. Buddy, let's get out of here. I'm already late for another stakeout. There's a small parking lot by the Cafe Redemption Courtyard in Morningwood. Drop me there, and you can keep the bike because I look after my people. All right, homie. It's been an education, dawg. Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or if she getting banged out by some second-rate director. They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey, hey, hey! Come by the manor next week. We'll continue the search for the truth! Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Okay. Was für eine weirde Mission, ey. Holy shit. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist natürlich auch ein nices Auto. Haben wir denn irgendwas Cooles hier mal? Ich dränge mich hier mal nach vorne. Wir können ja mal ganz kurz mal nach den Straßenverkehrsregeln fahren. Ja, das heißt, ich würde mich dann hier nach vorne stellen. Wie man es so macht. Jetzt kriege ich grün. Aber hier ist... Oh, nice. Oh, warte mal, hier vorne steht doch auch einer, oder? Ja. Uff, das ist natürlich stark, ey. Eins meiner Lieblingsautos. Ist das ein... Ist das schon... Soll das schon ein Q7 sein? Ja, okay. Ich kann das ganz schlecht sehen, ey, hier von der Seite. Upsala. Aber eigentlich braucht er ja... Er braucht ja eigentlich so eine richtige... Was wäre denn so eine Karre für Frank? Ha? Ist das so Franklins Auto? So ein SUV? Ja, so ein SUV passt eigentlich zu ihm, ne? Aber wenn ein SUV, dann der hier. Oder haben wir noch was Besseres im Angebot? Und ich finde, so ein Auto passt schon zu ihm. Sollten wir mal... Komm, wir fahren damit mal kurz zu Los Santos Customs. Ich will mal wissen, was man mit den ganzen custom installierten Autos so machen kann, tuningmäßig. Hey,
Funktionieren die Tachos? Nee, schade. So, dann zeig mal her. Boah, sieht schon mächtig aus, wie der da angerollt kommt. Ich liebe die Q7s einfach. Upsala. So, was ist jetzt, wie ist das jetzt, wenn man Stoßstangen macht? Tatsächlich haben die customizable Sachen, oder ist das jetzt einfach nur random, dass das Ding jetzt ranpasst? Na, es könnte... Ja, es ist random, okay. Schade, schade. Ne, weil sowas sieht natürlich scheiße aus. Ja, da werde ich auf jeden Fall nochmal was machen. Aber vielleicht, wenn ich den jetzt umlackiere. So ein Mattweiß. Oh, $1000. Ne, am Arsch. Am Arsch. Dann genießen wir, würde ich sagen, nochmal schön die Abendluft. In Los Santos, fahr nochmal einmal eben den Wagen von Franklin nach Hause. Und dann kann ich auch nochmal kurz das Resümee ziehen. Es war ja nämlich so, dass ich wirklich damals immer viel GTA 5 online gespielt habe und sowas. Das ist ja doch mit Freunden tatsächlich ziemlich geil, was man hier für Möglichkeiten hat. Und, Alter. Und ich muss ehrlich sagen, das Game ist und bleibt... wahrscheinlich für mich neben Minecraft das beste jemals produzierte Videospiel. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, auch wenn es nicht unbedingt, wir fahren mal in der Sicht, ich glaube, das ist auch entspannt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt was für einen ist, ne, sondern man jetzt sagt, ey, das ist irgendwie nicht so meine Art von Spiel, weil zu gewaltvoll, zu klischeehaft oder vielleicht sagen auch manche, das Spiel sieht ihnen zu scheiße aus, was ich ein bisschen krass finde. Ich meine, ich spiele ja jetzt auch mit Mods, aber das Spiel Basic sieht auch mittlerweile echt immer noch gut aus. Aber große Sache für mich ist halt auch die Möglichkeit oder wie ausgefetcht dieses Spiel ist. Also man denkt sich, wie cool wäre das, wenn ich das machen könnte, und es geht. Wisst ihr, was ich meine? Es sind einfach diese unbegrenzten Möglichkeiten. Ich meine, ich kann jetzt hier mit echter Verkehrssimulation durch eine Stadt fahren, die gigantischem Ausmaß ist. Also wie gesagt, hier oben geht die Map ja auch noch weiter. Natürlich viel Land, viel Berge, aber allein diese Stadt hier kommt einem gigantisch vor. Und jetzt ist halt die Sache, ich kann hier einfach durchfahren und es funktioniert. Der Verkehr funktioniert. Ich muss nicht einen Mod installieren, ich muss nicht so tun, als würde es funktionieren, sondern es funktioniert. Die Ampel da vorne schaltet grün, der Verkehr fährt los. Da vorne nimmt einer einem die Vorfahrt. Es ist einfach geil. Naja, auch solche Sachen wie die Füße passen sich an den Bordstein an. Oh, da fahren wir nochmal schnell über Rot. Und all solche Sachen. Es funktioniert einfach alles. Ja, und ich meine, natürlich, viel wurde jetzt auch noch geupdatet über die Zeit, die das Spiel rauskam. Aber ich habe es ja damals, als es rauskam, gespielt. Es hat einfach funktioniert. Es war einfach geil. Und ich muss ehrlich sagen, das ist... Jetzt sind wir hier bei Rot gefahren, sorry. Das ist ehrlich gesagt noch so eine Sache, die ich sehr vermisse. Spiele, die bei Release einfach mal wieder funktionieren. Hatten wir zuletzt jetzt mit, ich würde jetzt mal behaupten, Elden Ring. Das letzte Spiel, wo ich jetzt so sagen würde... Oh, jetzt müssen wir uns hier einordnen. Das ist das letzte Spiel, wo ich sagen würde, ey, das hat funktioniert. Ohne, dass da jetzt nochmal groß irgendwie eine Million Sachen nachgepitcht werden mussten. Und das war geil. Das war einfach geil. Ne? Und ich weiß nicht, wieso der Trend... Oh, sorry. Ich weiß es nicht, wieso der Trend sich in die Richtung entwickelt hat. Aber anscheinend scheint das jetzt so das neue Maß zu sein, ne? Für Dinge, die man erwarten kann und so. Naja. Auf jeden Fall kann ich dazu einfach nur sagen, geiles Spiel. Man kann sich jetzt natürlich darüber... Achso, ja. Muss ich einmal kurz umparken. Man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, ob das der richtige Weg sein sollte. Ne, also ob es der richtige Weg sein sollte, dass man das Spiel 50 Mal umportiert und wieder neu und wieder neu und wieder neu auflegt. Aber wenn es funktioniert. Und es ist ja jetzt auch nicht ein 5-Stunden Singleplayer-Spiel ohne Mehrwert. Du kannst nichts machen. Ne? Das ist auch dasselbe meiner Meinung nach mit Online. GTA Online, ne? Da kann man sich jetzt... Ist er jetzt verschwunden? Echt jetzt? Ja, war alles umsonst. Man kann jetzt natürlich sagen, ist jetzt halt gerade den Faden verloren, weil das Auto jetzt weg ist. Das fuckt mich gerade echt. Können wir nochmal kurz eine kleine Runde drehen, dann kann ich ja nochmal eine kleine Anekdote halten. Oh. Entschuldigung.
Man kann sich jetzt natürlich darüber streiten und sagen, ja, das ist mittlerweile auch nur noch Halsabschneiderei bei Rockstar, aber ich würde es mal so sehen, wir kriegen seit 2013 Release, oder 2014, ich weiß es nicht genau, wann GTA Online rausgekommen ist, aber wir kriegen jetzt seitdem kostenlose Inhalte. Man musste nichts bezahlen, außer halt natürlich mal Geld aufladen, wenn man jetzt die riesige Superjacht möchte, aber ich würde dann diese riesige Superjacht eher wie eine Lackierung behandeln. Natürlich, du musstest ein paar Sachen von denen auch haben, um Inhalte spielen zu können. Ne? Zum Beispiel brauchtest du ja, glaube ich, für dieses Enterprise-Ding die Firma. Aber man kann sich das ja auch zusammenspielen. Und ich weiß, das dauert ewig und ewig und ewig, aber das hat ja auch was mit Glücksgefühlen zu tun, dann, wenn du es dir dann kaufst. Ich will das jetzt nicht schönreden. Natürlich ist das immer ein, sag ich mal, eher ungünstiges Konzept, sowas. Aber wenn wir dafür 9 Jahre lang kostenlose Inhalte kriegen und du bei Launch nur einmal diese 60 Euro zahlen musst, ist nichts mit Deluxe-Edition, nichts mit Triple-Platinum-Edition, wo du dann ein rosa Einhorn kriegst, dass du dir auf deinen Schalldämpfer draufklatschen kannst, nein, sondern einfach 60 Euro und das Spiel und 9 Jahre Inhalt. Dann finde ich, sollte man mal aufhören rumzuheulen, wenn man mal ein bisschen was blechen muss. Ist das hier ein richtiger BMW? Ich weiß es nicht, aber den holen wir uns. Das ist ein gutes Auto für Franklin. Ist das ein echter? Ja, das ist tatsächlich ein echter M5. Boah, guckt euch das an. Das ist ein geiles Auto. Jawohl, ey. Jawohl, ey. Den behalten wir für ihn auf jeden Fall. Ne. Aber mit der kleinen Anekdote auch in die Videospielgeschichte möchte ich das dann hier auch mal beenden. Na, wie gesagt, denkt immer mal ein bisschen drüber nach. Das sind natürlich auch nur Menschen. Und natürlich, man zahlt viel Geld. 60 Euro sind viel Geld. Und man kauft sich ja auch nicht nur ein Spiel. Man kauft sich ja vielleicht dann auch mal 300 Spiele. Dann kann man sich die Summe ja selber zusammenrechnen. Aber am Ende des Tages sind das auch nur Firmen. Ne? Und ich sag mal, für 60 Euro gehen manche Menschen mal einen Tag essen und das reicht nicht mal. Ne? Und haben nicht 9 Jahre lang Inhalt. Ja, da kommt nicht 9 Jahre lang der Kellner zu dir nach Hause und sagt, hier, nochmal ein Stückchen Pizza oder so, ne? Sondern das war's dann halt einfach. Die 60 Euro sind weg, die 120, 200 Euro sind weg und hier kriegen wir 9 Jahre lang Inhalt. 9 Jahre lang kann man dieses Spiel jedes Mal anmachen, ist was Neues dazugekommen. Und vielleicht kann man sich dann nicht die riesige Yacht kaufen oder sowas, ne? Aber das ist ja auch eine Art von Spenden. Ne? Man kann das ja auch so sehen, dass sie sagen, ey, lad doch jetzt mal 30 Euro auf, dann kannst du dir diese Yacht holen und auf noch mehr Inhalte zugreifen. Das ist eine Art, uns zu unterstützen. Und das machen ja auch genug. Sie ziehen ja auch immer noch ihr Geld raus. Aber wenn ich dafür als, sagen wir mal, ganz kleiner Spieler immer noch meinen Inhalt kriege, meine Spielerfahrung kriege, dann nehme ich sowas gerne in Kauf. Ich denke, das ist auch fair. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Und mit den Worten beende ich auch die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.